Hallo zusammen, ich habe hier einen WEMO 66N, normal, einfache Ausführung. Wir haben 12 Volt Kompressor drin, 12 bzw. 24 Volt als Option mit einer Vorrangschaltung für 230 Volt. Wir haben hier ein kleines Eisfach oben mit dem Magnet, dass der Deckel oben bleibt. Zwei Tablare, also ein Gitter und ein Rost. Und hier unten ein mechanischer Thermostat. Zwei Türfächer, das obere Türfach könnte man noch ein Stück höher setzen. Wir haben eine Türverriegelung, geht nicht zu, wenn man das nicht zu hat. Hier eine Türverriegelung für Wohnmobil bzw. im Boot, dass die Türe nicht ausfällt. Es öffnet automatisch. Auf der Rückseite haben wir hier den Abgang, da unten drin sitzt der Kompressor, ein BD35F. Das ist der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Wir haben hier, das ist der neue Katalog 2020, den verlinke ich euch logischerweise unten drin. Und hier haben wir auf der Seite 33, haben wir diesen Kühlschrank. Hier stehen alle technischen Daten, Maßzeichnung drauf. Und dieser Kühlschrank hat einen Stromverbrauch bei 5 Grad innen, 25 Grad außen von 250 Wattstunden. Das heißt, mit einer 100 Ampere Lithiumbatterie, einer solchen 100 Ampere Stunden Lithiumbatterie, kann ich den Kühlschrank 4 Tage lang betreiben. Also ich habe eine Autonomität von 4 Tagen. Klar, dann müsst ihr alle anderen Verbraucher auch abschalten, aber 2 Tage ist vernünftig gerechnet, kann ich mit solch einer 100 Ampere Stunden Lithiumbatterie oder Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie den Kühlschrank durchbetreiben. Wochenende reicht das absolut. Mehr über diese Batterie mache ich euch ein Video hier unten. Und über den Kühlschrank, den gibt es ohne Eisfach. Da mache ich euch ein Video hier oben. Und hier mache ich euch ein Video mit dem externen Aggregat. Da gibt es noch mehr Platz dazu. Ich wünsche euch einen schönen Tag.